Chris Valley hat auf der IBC die Version 8.1 von Edius vorgestellt. Und bei mir steht jetzt Steve Weiss, der verantwortlich ist für das Marketing von Edius 8. Steve Weiss, you introduced Edius 8 this summer. Was it a big success? Well, we think it was, yes. We introduced it at the end of June. And in keeping with the theme of 8, we were trying to think of some ideas to show off really more the creative side of Edius. It's kind of well known that Edius is particularly well known in news, but we also didn't want to forget our creative roots. So we introduced this project called Pieces of 8. And the brief that we gave to people, to filmmakers around the world using Edius, was it was basically three things. We want a short film, certainly less than 2 minutes, preferably with very little dialogue, because we wanted to use it internationally. And thirdly, the only rule we gave them was to use the theme of 8 in some kind of visual way. And this is basically what we have. We have three projects already on our website. We launched with the particular project you're going to see in a moment, which was shot in Greece. We then added a third. The idea is to add a project at the end of every month, so it keeps the site fresh. And you'll be able to see this on Edius World. And this project from Greece, is it shown here? Yes. Again, we gave them the only brief we gave them was that some way to show the creative talents of Edius. They shot it with a GH4, Panasonic GH4, and it was shot in a lignite mine in Thessalonica. Well, werden jetzt den Filmemacher, der dieses Projekt umgesetzt hat, dieses griechische Pieces of 8 Projekt zu Edius 8, kurz befragen, wie denn seine Erfahrung mit Edius 8 ist. Und er hat vor allem jetzt hier sein Projekt auch laufen. Er präsentiert Edius im Rahmen der IBC und ja, hat sein Projekt da. Kostas, in which way, when you look now at Edius 8.1, in which way do you see improvements from the project you started with Edius 8? Yeah. First of all, I really like the fact that Edius 8.1 is now Windows 10 compatible, so there is no problem. Everyone can now change to Windows 10 and use Edius 8.1. The second, and I think that's the most important thing for, especially for the Pieces of 8 project, is the much better ProRes video format handling, especially the 4K 222, the HQ1. Now we can see that we can natively support and even real time ProRes HQ video files at 422 chroma sampling in 10-bit. And that is really a nice feature, and that comes together with the also native support of Avid DNX HD, DNX HR video formats as well. This is really helpful when we are trying to edit and color correct a short film like the Pieces of 8 project. Der ProRes-Support mit der besseren und schnelleren Verarbeitungsmöglichkeit ist ein ganz wichtiges Feature in Edius 8.1. Zum einen gibt es immer mehr Aufzeichnungsgeräte, die in ProRes direkt aufzeichnen. Neben Kameras, wie beispielsweise der Digital Cinema Kamera von Blackmagic oder auch der Ursa und weiteren Modellen, sind es natürlich auch gerade die Field Recorder, wie auch der neu vorgestellte Ninja Assassin, den man auch bei dieser Gelegenheit hier gerne mit präsentiert. Diese Geräte zeichnen in ProRes auf und die ProRes-Verarbeitung war bisher in Edius ganz okay, aber sie konnte schneller gemacht werden und das ist eben das, was passiert ist. Wir haben die Möglichkeit gehabt, 8.1 bereits zu testen und haben mal auf verschiedenen Computern einfach geschaut, wie ist denn die Steigerung. Und wir haben bei einem, ich sage jetzt mal, durchschnittlichen 4-Kern-System haben wir eine Steigerung von vorher 0 4K-Strömen, weil es einfach geruckelt hat, auf 2 bzw. in HD von 2 auf 7. Das heißt also wirklich eine massive Verbesserung der Power der Echtzeitbearbeitung mit ProRes. Wichtig ist da, dass ja das Decoding, also das sozusagen Umrechnen dieser ProRes-Dateien in den fertigen Film, ist die eine Geschichte, die die CPU belastet und jetzt offensichtlich deutlich weniger Ressourcen benötigt, sodass jetzt sehr viel mehr Power eben dann für die zweite Sache, nämlich die eigentliche Verarbeitung, Farbkorrekturen und so weiter, zur Verfügung stehen.
Aber in EDIUS 8.1 gibt es noch weitere Verbesserungen. Zum einen hat man nun die Möglichkeit, ein Projekt, das man vielleicht auch häufiger als Vorlage verwenden möchte, aber nicht jedes Mal, ich sag mal, umständlich als Projekt öffnet und dann unter einem anderen Namen speichert, direkt als sogenanntes Template, also als eine Voreinstellung zu speichern. Es ist nicht möglich, dieses Template dann zu verändern, sondern man hat ein Template vorliegen, macht die Veränderung und speichert das dann letztlich als ein neues Projekt. Das ist einfach eine ganz gute Hilfestellung für bestimmte Bereiche, wo ich häufiger von dem gleichen Material ausgehe und zum Beispiel immer gleiche Bauchbinden habe, die ich in der Timeline habe oder bestimmte Effekte, die ich dann nur auf den neuen Clip legen muss. Da bin ich sehr viel schneller beim Produzieren, wenn ich von so einem bestehenden Projekt ausgehe und jetzt eben kann ich das direkt als Template entsprechend anlegen. Eine weitere Funktion, die auch schon heiß erwartet ist, ist die Unterstützung von OpenFX. Das ist ein Standard für Plugins, den EDIUS jetzt hier auch mit unterstützt, sodass die Möglichkeit besteht, eine Vielzahl von Plugins in EDIUS zu integrieren. Dazu gibt es eine spezielle Schnittstelle, das ist im Prinzip so eine Art Master-Plugin, das alle diese Plugins dann integriert und davon ausgehend komme ich zu den einzelnen eigentlichen Plugins aus dieser OpenFX-Schiene. Die Verbesserung, wenn man das Ganze vergleicht mit der alten After Effects Plugin Bridge, ist eine deutlich bessere Integration. Das Ganze sieht auch sehr viel sauberer und cleaner in gewisser Weise auf Neudeutsch aus. Also man tut sich einfacher, die Effekte anzuwenden und es gibt eine ganze Reihe von Effekten, die eben diesen Standard OpenFX unterstützen und jetzt bereits mit diesem Plugin in EDIUS laufen. Darüber hinaus gibt es auch Veränderungen an der Benutzeroberfläche. Mit EDIUS 8 hat man ja eingeführt ein etwas schlichteres Design. Man hat im Prinzip zusätzliche Linien und Kanten entfernt. Man hat das Ganze etwas übersichtlicher gestaltet und ist dabei auch auf eine Problematik eingegangen, die ein zwangsläufiges Thema ist, nämlich dass man bestimmte Darstellungen an unterschiedlichen Monitorauflösungen mehr oder weniger gut machen kann. In EDIUS 8.1 hat man jetzt noch am Kontrastverhältnis gedreht und hat aber auch kleine Veränderungen in der Oberfläche durchgeführt, wie zum Beispiel die Anpassung der In- und Out-Marken, die in Zukunft keine entsprechende Nase mehr haben, sodass man auch klar sieht, ob es sich um eine In- oder eine Out-Marke handelt. Und darüber hinaus gibt es auch weitere kleinere Verbesserungen an dem GV-Browser, also dem Verwaltungstool für Material, für Videomaterial und Bildmaterial auf dem Rechner. Die bestehen darin, diese Verbesserungen, dass man einmal die Möglichkeit hat, Standbilder auch aus dem Videomaterial direkt im GV-Browser zu exportieren. Das ist eine Anforderung, die es einfach immer wieder gibt, möglichst unkompliziert aus dem Material, in dem Material zu suchen, bestimmte Bereiche entsprechend zu benennen und letztlich aber auch einzelne Bilder zu exportieren. Das ist jetzt möglich. Und genauso hat man jetzt auch die Möglichkeit, wenn man einen Katalog erstellt hat in dem GV-Browser, dass man diesen ganzen Katalog letztlich auch in das Bin so importiert und die Struktur erhalten bleibt. Es gibt hier fortlaufende Veränderungen an dem GV-Browser. Es ist ja wirklich ein neues Produkt gewesen und man reagiert ja auch sehr stark auf Kundenwünsche. Insofern, wenn auch Sie Kundenwünsche haben, lassen Sie es uns gerne wissen. Es sind viele Sachen schon in der Pipeline, die gewünscht sind. Das Tool GV-Browser wird über die nächste Zeit sicherlich auch immer mächtiger werden und mehr Möglichkeiten mit sich bringen. Insgesamt ist EDIUS 8.1 ein kostenloses Update. Das war ja groß angekündigt und war auch in der Vergangenheit so. Wer eine EDIUS 8-Version kauft, bekommt alle Updates innerhalb der EDIUS 8-Version, also eine Version 8.1, 8.2, 8.3 und so weiter und auch die Unterupdates 8.3.2 oder wie sie alle heißen werden, die da kommen, sind kostenlos und es sind eben im Unterschied zu anderen Herstellern hier nicht reine Bugfixes, also Fehlerbehebungen, die stattfinden, sondern es kommen wirklich neue und wertige Funktionen hinzu. Und jetzt auf der IBC hat man eben diese Funktionen von EDIUS 8.1 hier vorgestellt. Kostas, der hier auf der IBC die Vorträge macht, die Präsentation von EDIUS 8, hat den griechischen Beitrag zu Pieces of Eight, also den Filmen zu EDIUS 8 gemacht. Es gab bei diesen Filmen natürlich auch einen deutschen Beitrag. Dieser ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Ausbildungsabteilung von Bavaria Film. Wenn Sie gespannt auf den deutschen Beitrag sind, dann klicken Sie diesen Link. Dort können Sie sich den Film anschauen.
Viel Vergnügen.